Grüß dich. Ich möchte meine so spontan erlangte Berühmtheit im Fernsehen und auf Social Media kurz ausnutzen. Quatsch. Ich bin schon begeistert, wie schnell das jetzt geht, dass man durch ein Posting, das ich vor einer Woche gemacht habe, ins Fernsehen kommt. Deswegen möchte ich das jetzt auch nutzen, tatsächlich, um einen Impuls mit euch zu teilen. Und zwar mit Menschen aus meiner Kontaktliste, die selbstständig sind, oder Menschen, die offen sind, oder nach Alternativen Ausschau halten aufgrund der aktuellen Situation von diesen Einschränkungen, die es halt momentan gibt. Um Leben zu schützen, muss ich dazu sagen, ich halte es auch für sehr wichtig, dass das jetzt so ist. Aber dennoch sind es wirtschaftliche Einbußen, die auf irgendeine Art und Weise ausgeglichen werden müssen. Also, alle, die jetzt zufrieden sind mit der wirtschaftlichen Situation, für die ist das Video nichts, die können dann sich gleich ausklinken. Für alle, die Homeoffice gerade gar nicht so uncool finden, und für alle, die eben eine zusätzliche Option suchen oder diese wirtschaftlichen Einbußen irgendwie ausgleichen möchten, für die wird es vielleicht interessant. Es ist aktuell bei uns so, dass AI natürlich nur eingeschränkt arbeiten kann. Ich habe aber das Glück, online arbeiten zu können, beziehungsweise partizipiere ich jetzt tatsächlich, oder ich weiß jetzt tatsächlich, was es bedeutet, ein passives Einkommen zu haben. Wie ihr wisst, oder die Menschen, die mich ein bisschen begleiten, wissen, dass ich seit einigen Jahren im Empfehlungsmarketing aktiv bin und mir ein ganz tolles Team von wunderbaren Menschen aufgebaut habe aus den verschiedensten Bereichen: Kosmetik, Fußpflege, Energetiker, Therapeuten, alleinerziehende Mama mit zwei Kindern, nebenbei verdienende. Also wirklich, wir haben querbeet alles, vor allen Dingen begeisterte Menschen, die sie neben ihrem Hauptjob einfach was dazu verdienen, aus den verschiedensten Gründen. Also da hat es noch gar keine Not gegeben. Oder sind einfach Wünsche und Träume, die man sich verdienen möchte. Oder. Also, ihr wisst, was ich meine. Ich sehe ja jetzt auch in den Postings und so weiter, dass einige das Homeoffice ja gar nicht so schlecht finden. Es kommt immer darauf an, wie viele Menschen sich gerade im Homeoffice befinden. Ich habe ja Homeoffice schon sehr lang. Und es ist ein Luxus tatsächlich, wenn man sich's richten kann, wenn man sich's einteilen kann. Ja, und einfach jetzt beobachte ich auch, dass ganz viele Menschen, die Ausfälle haben, Lieferdienste anbieten, Selbstabholer machen, schauen, dass wirklich ein Umsatz mit Produkten stattfindet. Und da habe ich vielleicht auch eine Möglichkeit. Was wir jetzt die ganze Zeit tun, ist, wir empfehlen uns gegenseitig weiter. Das tue ich schon lang. Mit dem kleinen, feinen Unterschied, dass ich ein Geld verdiene damit. Und zwar gutes Geld, weil ich Produkte empfehle, von denen ich seit Jahren begeistert bin, von einem Unternehmen, das ich sehr schätze. Und die einfach uns Empfehlern ganz, ganz tolle Möglichkeiten bieten, ehrliche und transparente Möglichkeiten bieten, unser Geschäft aufzubauen. Genau. Und ich würde das gern an dich weitergeben. Ich würde dir gern mehr davon erzählen, wenn es dich interessiert. Das Ganze funktioniert weltweit, was ja auch nicht uninteressant ist als solches. Das heißt, ich spreche auch meine Kontakte aus Deutschland sehr gerne an, und all over the world. Es ist
wirklich nur eine Einladung, sich das anzuhören, damit man einfach weiß, dass es diese Möglichkeit gibt. Und vielleicht ist es eine Chance. Für alle, die jetzt glauben, ja, sie nutzt das jetzt aus und hin, ja, mir wäre wirklich lieber, es wäre anders. Aber ich sehe für viele einfach diese Möglichkeit und würde mich gern mit dem einen oder anderen darüber unterhalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mich freuen, wenn ich dein Interesse geweckt habe, wenn du mich anrufst, anschreibst, WhatsApp, Skype, Zoom, Facebook, whatever. Und wir in ein Gespräch kommen, wo wir uns einfach das anschauen, völlig unverbindlich. Also ich bin eh die Letzte, die da irgendwen annagelt oder mit irgendwelchen großen Sprüchen daherkommt und Versprechungen. Das ist nicht mein Ding. Nach all diesen Jahren im Empfehlungsmarketing habe ich ungefähr ein bisschen eine Ahnung, wie es laufen kann und welche Möglichkeiten für die da sind. Und lass uns einfach drüber reden. Ich würde mich freuen, von dir zu hören und wünsche einen guten Tag. Bitte bleibt gesund und passt auf euch. Baba.